Die Rahmenbedingungen in der Steuerabteilung bei EY sind meines Erachtens geprägt durch eine sehr, sehr positive Herausforderung. Also in der Wirtschaftsprüfung gibt es natürlich intensive Zeiten, die sind insbesondere von November bis April, Mai des nächsten Jahres. Die Projekte haben unterschiedliche Auslastungsniveaus. Einerseits ist sehr viel zu tun, andererseits ist auch mal weniger zu tun. Das Projektgeschäft bringt zusätzlich auch immer wieder Deadlines mit sich. Die machen es teilweise stressig, dann gibt es auch wieder ruhigere Phasen. Es ist ein sehr abwechslungsreiches Umfeld. Meine Frau ist genauso wie ich volltätig berufstätig, haben auch das Glück mit einer Kinderbetreuung. Nichtsdestotrotz war es hier bei EY Gott sei Dank nie ein Problem, diese Väterkarenz anzutreten. Für mich sind einfach Arbeitszeiten von 9 to 5 nicht immer möglich. Das heißt, ich kann mir durchaus auch Arbeiten für den Abend aufbehalten, wenn es einfach leichter geht. Und das ist für, wenn man Familie und Karriere vereinbaren möchte, einfach extrem wichtig. Gerade wenn jetzt ein Brückentag ist, wie diese Woche zum Beispiel, dann habe ich die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Wir haben ein sehr junges und durchwegs motiviertes Team und relativ flache Hierarchien. Und wenn es mal Probleme oder Ähnliches gibt, dann sind die Türen in der Regel offen.